Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode hier von Kingdom Come Deliverance. Und wie ihr seht, die Leiste ist unten voll. Wirklich, ich habe es gerade auch jetzt das erste Mal gesehen. Wir sind geheilt. Das heißt, nach einem gewissen Maß an Schlaf ist man doch fit. Wir sind nicht überfressen, das heißt, wir müssten hier wieder, guck mal, wieder Nahro und unsere Riesen ist schon ziemlich, guck mal, 90, 91, 92, 95, das heißt, wie viel? 20? Das ist Leben, also Dom, Gewicht, Wert, Menge und das sollte eigentlich. Ich probiere es erst, wenn wir nicht mehr so also nicht mehr gehungert oder besser gesagt, wenn wir nicht mehr so wie aus dem Kasten haben. Hallo, wieder mal. Wunderschön hier, ne? Ich stehe wieder da wie eine Eins. Naja, immer die gleichen Sachen, da gibt es nichts zu tun. Tut mir leid, da werden wir doch ein bisschen. Und es regnet. Naja, die Regenanimation ist noch nicht so. Okay, ja, es ist noch eine Beta, ich weiß. Oh, Freunde. Wie jetzt? Ach, da hinten. Logisch haben sie auch abgeführt. Sie hauen sie mich? Ah, das wird aber übel. Oh, das Pferd heute hat nur noch den Sattel. Okay, gut. Das Pferd hat nur noch den Sattel. Wir haben hier genau dazu gesteuert. Und ich glaube, wir gehen noch einfach mal. Genau, zum Quest-Point. Das heißt, rückwärts. Ne, eigentlich können wir auch vorwärts. Weißt du, wie jetzt? Ich weiß nicht, was das Pferd vorhat, aber ich glaube, es will nichts Gutes von mir. Wir haben jetzt keine negativen oder positiven Sachen mehr. Das heißt, wir werden aus dem Schlaf auch geheilt. Okay, das ist mal eine gute Info. Wir werden aus dem Schlaf wieder heile. Wir regenerieren so gesehen. Sehr schnell, aber wir regenerieren. Hallo? Nee, können wir nicht. Hä? Wie jetzt? Keine Ahnung, wie das jetzt ist. Guck mal. Ich steuere rückwärts, logischerweise. Jetzt geht's vorwärts, aber nur ganz, ganz kurz. Ich begreife das Pferd irgendwie gar nicht mehr. Tut mir leid, ich begreife das Pferd nicht mehr. Wir müssen einfach eigentlich so rumgehen hier, ne? Können wir uns eigentlich auch irgendwie. Ich weiß, teleportieren geht logischerweise nicht mehr, aber irgendwie. Rumkutschieren lassen oder so? Geht das überhaupt? Ist das menschenmöglich hier in diesem Spiel? So, wir kommen eigentlich hier gut zu. Okay. Natürlich, die Ladezeiten sind natürlich sehr doof von dem Ding. Wenn wir hier mal schauen. Aber, meine Freunde, ich kann jetzt schon wirklich sagen: Im März, April, so gesehen, 3-4 Monaten werde ich mir wirklich einen neuen Rechner zulegen. Mit 2 Grafikkarten der Marke GTX 1080 Ti. Die werden wahrscheinlich am 1. Februar rauskommen oder so. Aber dann werde ich dann wirklich klotzen. Ich weiß, ich habe. Und auch dann eben für 4K, ne? Also das Ganze hier für 4K. Wir werden dann 4K-Videos produzieren, wenn es überhaupt möglich ist. Ich probiere mal vielleicht mal mit einer einen Grafikkarte aus. Mit einem 4K-Bildschirm oder so. Und wenn das dann möglich ist, dann werde ich aufstocken. So, haben wir das gute Stück. So, wir haben einen neuen Kartenabschnitt freigelegt. Wir sind eigentlich genau, sind wir auch in der Mitte? Wir sind, glaube ich, genau in der Mitte, ne? Wir sind genau in der Mitte. Wir haben jetzt eigentlich den Weg, den wunderschönen Weg hier zurückgelegt. Oder ein bisschen über die Felder, natürlich klar, hier durch. Und wir sind da. Nein. Wir steigen jetzt runter ab.
ab. Wir steigen eine Runde ab. So rum. Die Frage ist, was wir überhaupt machen müssen. Ein Hauch frischer Luft. Südlich von Mehoidet. Was? Mehoidet? Befindet sich eine Windmühle, in der sich einer der Banditen versteckt hält, die Neuhof angegriffen haben. Wenn ich mehr in Erfahrung bringen möchte, werde ich mit ihm sprechen müssen. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass ein weiterer der Banditen bei der Mühle südlich von Mayon arbeitet. Natürlich, klar haben wir das. Also ein Bandit irgendwo hier im Süden, vielleicht fragen wir mal die Dame oder der Herr, was denn hier los ist. Do you know Timmy? He's a big kind of... Numbskull? Aye, he works here. Or used to, I don't know. He vanished a few days ago. Far as I know, no one's seen him since then. But try asking his sister, Mirka. She works here too. Okay, dann müssen wir also nach Mirka fragen. Nicht nach Milka, sondern... Oh, Brennnesseln? Dann sind wir mal in der Runde. Be a bit more careful. Ja, machen wir. Sind ja auch gute Dinge hier, ne? Wo müssen wir also die gute Bertha, nee, Märtha, Märty, Märtha, Mütter, keine Ahnung, Mütter. Wo ist denn die überhaupt? Ist die in der Windmühle oder ist die, was ist überhaupt für Zeit? Ach, erst morgens um 8. Vielleicht wird auch die Dame noch nicht wach sein. Aber gut, wir öffnen mal die Tür. Und mal eine Runde schauen, ob die auch vielleicht hier, also nicht so durch. Okay. Das ist Mirka. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. You look nervous. You wouldn't be keeping something from me. No, certainly not. Only, what do you want from him? I urgently need to talk to him. Not here. Meet me at the back behind the mill. Hinter der Mühle, natürlich. Die Dame sollte, glaube ich, zur Mühle gehen. Oder? Ich glaube, logischerweise. Die packt jetzt die Dinger zusammen und dann gehen wir zurück zur Mühle. Wo? Hier geht's raus, oder? Hier. Tja. Wird die's mitkommen, oder wie? Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Nein, die wird natürlich zur Mühle gehen. Und wir natürlich, wir werden zuerst da sein. Hinter der Mühle. Ich glaube, hinter der Mühle wird das hier sein. Wieso auch immer wir hinter die Mühle gehen müssen, ist mir ein Rätsel, aber eventuell soll es ja auch so sein. Jetzt haben wir unseren Skill wieder trainiert, ne? Unsere Redekunst. Chat Info. Wir können eigentlich alles hier haben und dann irgendwas anderes machen. Natürlich, vielleicht, wenn auch mehr wegkommen. Charisma. Das sind einfach die Punkte hier, ne? Ich sehe es, glaube ich, gar nicht. Das ist, glaube ich, hier. Ach, guck mal, das wäre das hier. Das wäre die Zahl. Charisma 2, ne? Das kleine Ding ist hier. Ja, Redekunst aber am wenigsten. Das ist ein bisschen doof. Dame? Indeed. Why all the secrecy? What do you want from Timmy? I need to talk to him. Yeah? About what? That's between me and him. Will you tell me where I can find him? I will not. I don't know who you are. Find him yourself. Someone wants to kill him. I have to warn him. My God. So it's true then. That nincompoop is mixed up in something again. Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, see? And he's always getting led astray by others. And now there's some peculiar characters looking for him. Who are they? They were scary looking and said peculiar things. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. Stand irgendwas rechts oben, aber ich habe es nicht lesen können. Das ist zu schnell vor... Ah, abgeschlossen.
frag bei dir irgendwas. He's hiding at the Colburn Farm, over by Merhoyed. Wir sind geheilt. Oh, haben kein Schwert gezückt. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we can help each other. Hmm. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. I don't know anything about him, so there's not much I can do for you. That's a shame. A crying shame. Because I take good care of people who help me. If I hear anything, you'll be the first to know. Come on, boys! Was? Haben wir eigentlich so ausgetrickst, ne? Hallo? Hey, watch it! Nicht! Laut! Naja. Wir müssen jetzt da hinten lang. Ah, Süden von Merhoyen. Okay, gut. Ich glaube, die Dame. Wir waren mal die Dame. Vielleicht passiert da irgendwas. Die ist ja davon gerannt. Stimmt ja, die weiß es ja schon. Hallo? Ah, ich dachte jetzt aufsehen. Was macht denn der? Was schnüffelt der am Hintern los oder was? Naja. Weißt du, wie jetzt? Das will ich mal verfolgen hier, was hier passiert. Nicht, dass wir hier jemanden umkommen lassen. Why are you following me? Following you? I beg your pardon, dear sir. We are merely enjoying some fresh air. Die verfolgen mich also, die wollen mich also töten. Heißt, wir speichern mal eine Runde, denn wir wissen ja alle, wie es losgeht. Wenn wir speichern, dann... Wir rennen jetzt mal, wir galoppieren aber mal weg, ne? Wir machen mal so. Die folgen mir wirklich. Wie kann ich hier schneller? Naja. Oh oh, da soll man vielleicht nicht hoch oder runter segeln. Oder geht das überhaupt? Das geht. Shit. Hier ist Endstation. Dann wieder hoch. Aber wie können wir das Pferd jetzt belasten hier? Also wie können wir das zum Rennen bringen? Wir haben ja alles schon getan. Okay, hier bringen wir es zum... Keine Ahnung, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Müsste vielleicht... Irgendwo sind die Shortcuts drauf oder so. Und dann noch vielleicht noch kurz schauen, wie wir das Ding zum Galoppieren bringen. Sieht aus, schaut, folgen die mir nicht mehr, weil hier natürlich irgendwie Fahnenende ist oder whatever. Könnte gut sein, jetzt regnet es noch. Es fängt an zu regnen, wie immer eigentlich bei meinen Sachen. Es ist immer noch zum Heulen, die ganze Kacke hier. Naja. Können wir nur rennen, wenn wir auf dem Weg sind? Ich glaube, das ist also galoppieren. Das ist, glaube ich, wirklich so. Wie jetzt?
Pferd müde? Ich glaube nicht daran, aber... Okay, jetzt können wir es gerade testen. Nö, er tut nichts hier. Hä? Ist ja auch nicht so schlimm. Wie ich schon auf Uhr sehen kann, wir befinden uns auf dem geraden Weg. Naja, müssen wir vielleicht irgendwie das Ding hier... Wir müssen auf jeden Fall dahin. Nö? Wir müssen dahin. Und meine Freunde, ich würde jetzt schon sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war's und hoffentlich auch wieder morgen dabei.